Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro IP. Ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Stillia und ja, immer noch Trainingssession. Wir leveln erstmal den Shop wieder auf. Zack. Da wir sowieso Zeit verschwenden, mehr oder weniger, kann ich auch direkt hier die Shops aufleveln. Ananasgummi. Wenn wir schon hier Zeit mit ja, Kämpfen verbringen. Warum dann nicht auch direkt den Shop mit einbinden? Macht Sinn, ne? So, Rüstungsladen. Ich habe übrigens so gut wie gar kein Geld mehr. Ich habe das meiste Geld für Essen ausgegeben. Oh, wie das jetzt klingt, ne? Und ja. Dementsprechend haben wir nicht mehr viel Geld übrig für irgendwas anderes. Tut mir leid. Ich habe diese Erfahrungs plus 30% Dinger geholt und ja, damit müsste das Training eigentlich ein bisschen schneller vorangehen. Die Shops werden jetzt auch erstmal voll aufgeballert mit Waffen, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Aber naja, was soll man machen? Ja, ernsthaft, was soll man machen? Ich möchte das nicht offscreen erledigen. Das wäre irgendwie nicht so schön, würde ich sagen. Und jetzt noch 21. Na, jetzt guckt euch mal unser Geld an. Schön, war. Ja, wenigstens bekommen wir hier Titel. So, und dann gehen wir zur Bemia-Schlucht. Aber wir gehen direkt zurück und kämpfen hier gegen die Gegner. Weil hier sind, glaube ich, mehr Gegner. Wie gesagt, ich habe den 30%. Ich weiß nicht, was das für ein Gericht war. Jedenfalls gibt es 30% mehr Erfahrungspunkte. Boah, noch gut gerechnet. Ja. Direkt nachdem ich das gegessen habe, habe ich ein neues gekauft, weil man kann nur eins zur gleichen Zeit mit sich schleppen. Das finde ich ein bisschen blöde. Und ja, konnten mir nur das für 7 Kämpfe leisten. Das heißt, ich kann mir 14 Kämpfe hier leisten mit erhöhter Erfahrung. Das ist doch auch was, ne? Mann. In der Taverne und so übernachtet habe ich leider nicht. So, gibt immer noch 83 Erfahrungspunkte. Das ist nicht so viel, verdammt. Egal. Danach werde ich es noch mal gegen diesen Schmetterling versuchen. Und mit so einer vollen Anzeige wahrscheinlich. Obwohl, nee, das ist jetzt so. Nein, das wollte ich nicht machen. Aber ich hoffe, es ist noch ein paar Level Ups hier zu erreichen. Zack. So, komm her. Oh, Mann. Hoffentlich lohnt sich das wirklich. Ist übrigens immer noch eine Fehlerfolge, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Hier wird nicht viel passieren. Kämpfe, Kämpfe überall einfach nur. Part 10, 20, 86, 999. Komm schon, das geht schon hier. Ist ja nicht so, dass die Gegner zu wenig Erfahrungspunkte geben, aber... Naja. Keine Ahnung. Verdammt, wieso hast du das eingesetzt? Egal. Ich hoffe, ich bin noch so ein Ausrufezeichen Gegner, die mehr Erfahrungspunkte geben. Hier lohnt sich auf jeden Fall viel mehr, weil hier mehr Gegner auftauchen. Oh, geil. In diesen einen Berg, da läufst du durch die halbe Gegend als erst so 3-4 Kämpfe. Da war nicht so gut. Also hier lohnt sich das schon extrem mehr. Zack. Der Chaos.
weiß immer noch nicht, ob dieser Angriff gegen alle oder gegen mehr gegen ein oder mehrere Gegner ausgerichtet ist. Verdammt, ich habe keine TP mehr. Einen Angriff einzusetzen. So, jetzt werde ich ja sehen. Nee, den anderen trifft er nicht. Schade. Ist aber, das ist also immer auf den gezielten Gegner nur. Schade. Los, schnell, schnell. Wie das aussieht. Was ist Tipo? Ja, das aufleveln, dann sparen wir uns bis zum Ende auf. So, mein Gott. Ist da oben? Nee. Verdammt, ich dachte, da wäre so eine Truhe. Oh, komm her. Zack. Zick, zack, zick. Ja, wie gesagt, ich weiß wieder nicht, worüber ich reden soll. Wir kämpfen, wir schlagen. Schlag, schlag, schlag. Tritt, tritt, tritt. Muss ich mich noch dran gewöhnen, hier so frei Schnauze zu reden. Bin zwar sehr gesprächig. Kann sehr gesprächig sein, aber auch nur, wenn es auch was zum Besprechen gibt. Im Moment sieht man ja nur, wie ich hier die Leute hier verkloppe, die Monster, zack. Aua. So. Einfach schnell überspringen. Obwohl, wenn ich die jetzt schon auflevel, dann könnten die Kämpfe ja noch schneller ablaufen. Ja, mehr Intelligenz. Mehr Intelligenz. Mehr KP, ja, damit du nicht mehr so schnell verreckst. Breche Angriffe durch Springen ab. Was? Und mehr Intelligenz. So, Elvin, du bekommst Stärke, Ausdauer und was weiß ich. Vitalität, KP. Statier, Beweglichkeit, nee, das ist nicht so. Was haben wir noch? Geschick. Oh, da muss ich ja. Noch mehr KP. Ja. Ja. Ja, Brecher halt, ne? Okay. Hier, Zauberfortsetzung. Ne, das hier ist Meteorwalzer. FP, KP und das hier noch. Dirigent. Hm? Abstimmung werden keine TP verbraucht. Was ist eine Art Abstimmung? Egal. Ich hab's jedenfalls. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es und das stimmt mich froh. So. Ah! Aua! Aua! Ah! Ich könnte meinen, das wäre alles schon. Oh, Power Trapper. Dann setzen wir noch einen drauf. Wow, das klang schon irgendwie nach etwas, was Chris wahrscheinlich sagen will. Keine Sorge, ich nehme nur diesen Beutel und ich finde es echt toll, dass wir so viel Geld bekommen. Und Wasser. Und Wasser. Und Wasser. Wow. Zack. Ja, schon vorbei. Okay, dann packen wir direkt das nächste rein. Mehr Erfahrungspunkte. Und Jude leveln wir auf. Du brauchst wieder Intelligenz.
Und was weiß ich, Bewegung würde ich auch noch sagen. Keine Ahnung, wie ich den hier aufbaue. Nachher muss ich so hin. Sowieso hin. Okay. So. Hatte ich jetzt noch einen übrig? Egal. Muss schnell machen. Ah. Ich wollte dich eigentlich überraschen. Von hinten. Nix da. Wow, war ich das? Habe ich das irgendwie unbewusst eingesetzt? Den kann auch so komisch. Hey, er hat sich hier von mir weggebunden. Oh, nee. Okay. So, da ist noch ein Gegner irgendwo. Komm her, du Hund. Hey. Noch mal Endsturm. Zack. Ja, nach dieser Trainingssession müsste ich den Boss eigentlich schaffen, oder? Ich meine, so beschissen spiele ich aber auch nicht, oder? Oder? Bitte sag mir, dass ich recht habe. Ja, Elise müsste auch noch ein Level up haben. Dann sind die alle Level 18. Hallo, dann sind wir zwei Level höher. Vorher werde ich neue Fertigkeiten und so was alles hier überprüfen. Und dann müssen wir das schaffen. Boah. Mann. Da fehlt jetzt noch Brecher. Ja, danach werde ich auch keinen Kampf mehr machen. Das ist eigentlich den Boss mache ich aber nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Könnt ihr vergessen, dafür habe ich keinen Nerv mehr. Wenn da wirklich nichts mehr passiert, dann werde ich die drei Kämpfe hier, die ich noch übrig habe für dieses Rezept, auch noch machen. Damit ich hier ein anderes Gericht ausrüsten kann für den Boss. Ich hoffe, das wird ja nicht passieren eigentlich. Wenn ich noch ein Level up bekomme, was ich bezweifle, dann spare ich mir zum nächsten Part auf. Das. Oh, so gut kann ich spielen, ne? Aber. Level up auch noch. Rüpel. Hey, ich bin nur am Trainieren. So, erstmal Elise schnell aufleveln. Hier habe ich schon. Ach, der hat diesen Illusionsangriff, genau. Aufheben. Mein Geister hat das die Staatsakram aller Verbündeten halt. Das könnte nützlich sein. Wasserschutz. Auferstehung, ja. Wie soll ich das nicht schon vorher gesehen? Vitalität. Sehe ich erst jetzt als so weit von klar. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt noch die zwei, drei Kämpfe, die mir übrig bleiben. Die drei Kämpfe, die mir übrig bleiben, machen. Und ja, ich hoffe ja, dass dazwischen nichts passieren wird, ein Ziel freigeschaltet wird oder sonst irgendwas. Also, ja, wenn doch, dann werde ich halt im nächsten Part machen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, hoffentlich. Ciao.